Die verschiedenen Schriften haben mich schon als Kind interessiert. Ich bin auch in so einem Land aufgewachsen, wo verschiedene Schriftsysteme einfach offiziell im Alltag benutzt wurden. Mindestens vier waren sogar auf Geldscheinen zu sehen in Sowjetunion. Und dann auch durch Familie und Vaters Beschäftigung mit Japanischem und so weiter und so fort. Irgendwie hat mich das immer verfolgt und ich habe ziemlich früh gemerkt, dass eigentlich sehr spannend, dass die Menschheit für eine Aufgabe irgendwie etwa 300 verschiedene Lösungen gefunden hat und alle sind irgendwie schön. Und als wir überlegt haben, das Buch zu machen, erstmal dachte man, es wäre einfach so ein kleines Kennenlernbuch für kleinere Kinder. Und während der Arbeit hat das Thema dann mich und ich glaube auch den Verlag richtig gefesselt. Und dann haben wir für dieses Format entschieden, ziemlich groß und gruselig und sehr vielen Details. Und das ist immer noch ein Bruchteil davon, was überhaupt in dieser Schriftenwelt existiert. Und ich hoffe sehr, dass einfach das Anstoß gibt für das Publikum, das weiter zu recherchieren, lesen und sich auch interessieren.